tun, wenn wir jetzt noch eine Stunde rummachen, sind wir noch verarscht mit. Ja. Das ist so. Ja. Das ist von Verleihen aus, oder? Ja. Noch drei Gummis jeweils rechts und links die Idee. Und dann muss man die Kette wieder machen.
habe ich dann versucht, einen zweiten Holzrahmen auf die beiden, die schon unter dem Tiefbett liegen, noch drauf zu legen. Aber als ich dann abgelassen habe, das war genauso weg wie die anderen beiden. Das hat also auch nicht funktioniert. Also haben wir dann angehängt, sind ein Stück vorgefahren, haben wieder Holz unterbaut, vorgefahren, dann auf Festboden, wieder Holz untergebaut, wieder das Bett abgesenkt, dass wir die Platten unter diese Keile legen konnten, dass wir dann genügend Vorspannung hatten. War halt ein bisschen Akt, aber hat mich tierisch genervt. Aber das hören wir gleich. So. Die
enttäuscht wahrscheinlich. So, mal gucken, ob ich hier um die Ecke komme. Ohne hängen zu bleiben. Fahr ohne den Meter zurück, Obi. Sorry, eigentlich wollte ich die Kamera draußen hinmachen. Aber bei dem Wetter hat es nicht viel, hat es nicht viel wert. Ja, man könnte wirklich meinen, unsere Firma macht es zum ersten Mal. Was man auf einer Baustelle keinerlei gerade Fläche, irgendwas, nichts, wirklich gar nichts dahin macht. Wirklich gar nichts. Im dicksten Sulmer, im dicksten Bab, muss ich Bagella. Einfach zu doof, ehrlich. Nächstes Mal geht nicht, können wir nicht machen. So müsste ich das normalerweise machen. Bis 4,10 Meter. Ich glaube, das habe ich letzte Mal schon gesagt. Ich habe 4,14 Meter habe ich. Tiefer kann ich nicht fahren. Sonst hat die Dämpfung keinen, ich sage jetzt mal, Federweg mehr. Ja, und das wäre nicht gut. So haben wir noch ungefähr 5 bis 6 cm Federweg. Laut. Das sollte es auch machen, ohne dass du volle Möhre laufen musst, oder? Kannst du das machen? Ja.
der Ampel biege ich mir dann links ab. Alles klar. Rechts rumfahren. Rechts rum. Irgendwo ganz ums Karree quasi.
fahren, nehme ich so weit vor, ich fahre nur noch aufs Fechte und dann lade mir du ab.
Und es ist da Mittag, 11:30 Uhr, haben wir es gleich, ich bin in meiner Halle wieder. Hab heute Morgen nicht viel gesagt bei dem Transport. Aber Bilder sprechen ja mehr als 1000 Worte. Da hänge ich mein Dolly ab. Da mal schauen, muss ich mal anrufen, was es heute noch gibt. Ich werde bestimmt noch was zu fahren haben. Wir haben immer was zu fahren, auch wenn wenig los ist. KMC, der große Arm, müsste noch irgendwie nach Wolfstein. Aber der steht halt gerade drin in der Schweißerhalle, der Arm. Gut, könnte man mit dem Deckenkran, könnte man den vielleicht hochheben. Weil ich gar nicht weiß, ob der den heben darf. Ich glaube nicht. Egal. Wie gesagt, ich mache jetzt Dolly ab. Und dann rufe ich mal an, was Sache ist. Ja, dabei ist noch ein Gummi. Fleisch. Ich glaube, das Bagger-Laden war nicht mehr drauf. War dann leider der Akku leer. Aber leider der Akku leer. Ja, meiner ist auch leer. Heute ist schon wieder. Es ist wunderschön, dass endlich wieder Sommer ist. Ja. Aber dass er gleich so brennt, der Planet ist. Einfach gleich wieder zu viel. So viel wie aus jedem Loch rauskommt, kannst du gar nicht trinken über Tag. Geputzt hat, sitzt auch im Schatten neben dran. Gelaufen, als ich vermutet hatte. Es ist jetzt 20 Minuten vor 4. Gerade Rotenbach rein.
habe ich dann bei dem Kunden im Hof abgeladen. Dann war für mich Feierabend und auch schon wieder Wochenende. Ich hatte freitags schon wieder Urlaub. Ja, fauler Hund, sagt's euch. Ja, haben wir mal auch Schluss für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis denn. Tschüss.